Sie haben Ihre Stellung schändlich missbraucht, Fräulein Kinski. Sie sind um Jahre älter als er. Es ist allein meine Schuld, Vater. Über Ihre Vorgeschichte habe ich hinweggesehen. Schließlich tragen Sie einen guten Namen. Doch ganz offensichtlich distanziert sich die Familie Kinski nicht grundlos von Ihnen. Nun ja, Ihre Frau Mutter ist ja eine Geworfene. Mama, bitte. Und eine Spielerin dazu. Ich stehe vor Ihnen, Baronin, und nicht meine Mutter. Bitte. Sie waren bereits dreimal verlobt? Wie meinen Sie das? Niemand wird sich in diese Familie hineinschleichen. Ach, wenn Sie denken, es ginge mir nur ums Geld, Herr Baron, dann täuschen Sie sich gewaltig. Wenn Sie mir bitte mein Zeugnis ausstellen könnten? Sie werden sich dort bewerben und uns umgehend verlassen. Paris, älterer Herr, wohlhabend, alleinstehend, sucht jemand für sein Privatsekretariat. Dabei ist mir Paris gar nicht weit genug. Sie können sofort anfangen. Sie werden uns nicht auseinanderbringen. Halt den Mund! Vater. Schlimm genug, uns in eine solche Lage zu bringen. Willkommen in Paris. Danke. Bienvenue, Madame. Madame, merci. Madame, Monsieur erwartet Sie bereits. Vielen Dank. Hallo? Oh. 4 Minuten 21. Das ist gut. Nicht schlecht. Gräfin Kinski? Ja. Ich freue mich. Alfred Nobel. Sehr angenehm. Willkommen in Paris. Einen Sarg habe ich ja noch nie gesehen in deinem Haus. Schlafen Sie etwa da auch drin? Nein. Ich frage mich immer, wie lange es dauert, bis jemand auf mein Klopfen reagiert. Haben Sie Angst, lebendig begraben zu werden? Ja. Mein Vater war besessen von der Vorstellung. Vielleicht etwas Nordisches? Vielleicht. Ich dachte, bei Ihnen in Wien kennt man das. Oh. Darf ich? Ja, bitte. Was muss ich tun? Nichts. Einfach tot sein. Der Hebel links hier führt Sie zurück ins Leben. Gut. Na dann adieu, du grausame Welt. Denken Sie an den Hebel links. Hallo? Gräfin? Hallo? Gräfin! Ich kann den Sarg von außen nicht öffnen. Sie müssen den Hebel ziehen. Kräftig ziehen, zu sich in Ihre Richtung. Oder drücken. Vielleicht müssen Sie einfach drücken. So schnell machen Sie sich Sorgen?